Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge der Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise und das kurz und knapp für euch zusammengefasst. Insbesondere sprechen wir heute natürlich über Battlefield 2042 und die News der vergangenen Woche. Wir haben mit dabei das Return oder der Return vom Squad Management System, neue Map Reworks, die uns angekündigt werden. Wir geben einen Ausblick auf Season 4 mit der neuen Spezialistin Camilla Blasco. Spiel-Balance-Anpassungen wird es mit dem Hotfix zum Patch 3.2.1 geben, voraussichtlich nächste Woche. All das packen wir ins heutige Video bzw. besprechen wir im heutigen Video. Also, falls euch der Content gefällt, schallert sehr gerne einen Daumen nach oben raus und falls ihr noch nicht Teil der ATC Crew seid, dann drückt doch auch einfach den Abo-Button und abschließend natürlich noch für den maximalen Support verfasst noch einen Kommentar mit eurer Meinung bzw. euren Erwartungen an das Update 3.2.1 in die Kommentare. Und wir beginnen an der Stelle umgehend mit dem ersten Legacy-Feature, welches zuvor, naja, in jedem Battlefield vorhanden war, nämlich dem Squad-Management-System. Ihr merkt schon, dass nach und nach bewährte Mechaniken wieder ins Spiel zurückkommen. Einerseits natürlich schade, dass uns das als Verbesserung in Anführungszeichen verkauft wird. Andererseits bin ich der Meinung, es hat in jedem Fall einen positiven Input auf das Spiel, entsprechend nehmen wir es einfach an und man kann sich ja irgendwie die ganze Zeit immer nur mit dem Negativen der Vergangenheit beschäftigen oder einfach mal das nehmen, dass das Spiel auch spielbarer für uns alle macht. Im letzten Inside Battlefield Podcast wurde auf diesen Punkt und natürlich noch auf viele weitere bereits eingegangen und ja, da kam auch die Bestätigung bzw. da kommt die Bestätigung zum Squad Management System auch her über ein genaues Datum bzw. die detaillierten Inhalte, wie das Ganze dann aussehen wird, fehlen uns leider aktuell noch die Informationen, aber bin ich mir sicher, dass da auch die nächsten Wochen nochmal was Detaillierteres kommen wird. Auch haben sie davon gesprochen, dass weitere Features aus älteren Battlefield-Teilen mit Season 4 ins Spiel kommen können. Natürlich auch da hüllt sich DICE soweit im Schweigen bzw. hält die Punkte noch offen, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Dafür gehen sie nochmal auf die Hintergrundstories der Spezialisten ein, die auf jeden Fall noch über die Season 4, sprich in die Season 5 weiter geführt werden sollen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch in der Unhype-Phase vor Release von Battlefield 2042, wo die Lore ganz breit getreten wurde und naja, das Ganze gipfelte dann auch mit dem fast 10-minütigen Imagefilm zu Irish und Co., wo jeder der Meinung war, okay, jetzt ist alles aus, das wird das geilste Spiel aller Zeiten und was wir dann bekommen haben, naja, das erleben wir alle seit weit über einem Jahr. Nichtsdestotrotz war das Thema wohl noch bei DICE in der Schublade gesteckt und jetzt holen sie das Ganze raus und jetzt muss man ja sagen, okay, mit den Reworks der Map, die, wo jetzt alles schon ein gutes Stück dreckiger wird, beziehungsweise ja, da ein bisschen mehr Story mitkommt, also passt jetzt thematisch auch besser, ob man jetzt dafür extra noch mehr Ressourcen aufwenden sollte, ist denen überlassen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie da konzeptionell schon relativ weit waren und das jetzt einfach nochmal mit ins Spiel bringen wollen. Zudem kommt noch das Rework der Maps Hourglass und Discarded. Insbesondere bei Hourglass wird es zu einer Verschlankung der Map kommen. Also das Ganze wird kleiner, kompakter und dann hoffentlich auch viel besser spielbar werden. Wir bekommen Matchmaking-Verbesserungen, das Intro vor Rundenstart soll verkürzt werden und viele weitere Änderungen zu den Spezialisten, wo uns natürlich nach wie vor detailliertere Informationen noch fehlen. Das können wir dann wieder alles in den Patch Notes Punkt für Punkt herauslesen, was wir natürlich auch für euch machen werden. Kurzes Fazit an der Stelle von meiner Seite. Also, hier werden definitiv die richtigen Dinge aus meiner Sicht angefasst. Dass die natürlich bereits seit Release im Spiel hätten sein müssen, ist klar. Die Alternative wäre allerdings gewesen, dass gar keine Änderungen kommt und nur Performance-Verbesserungen realisiert werden. Und dann hätte DICE das Spiel sowieso sterben lassen. Also, wie steht ihr jetzt dazu? Hättet ihr das Spiel fallen lassen oder seht ihr hier schon auch die Verantwortung von DICE, dass sie uns erstmal ein fertiges Spiel bereitstellen müssen, für das wir ja alle schon gezahlt haben, insbesondere auch im Kontext, sagen wir mal, der Vertrauenswiederherstellung, weil irgendjemand soll ja dann Battlefield 7, das ja dann auch irgendwann kommen wird, ja noch kaufen können. Als nächstes wollen wir uns jetzt nochmal der Season 4 im Detail zuwenden. Hier gibt es natürlich wieder weitere Informationen von unserem Lieblings-Dataminer Temporial, der immer ganz, ganz tief
in die Files reingeht. Er hat es schon zu Tage gefördert, dass die eben die neue Spezialistin Camilla Blasco ins Spiel kommt. Voraussichtlich wird sie der Recon-Klasse angehören und sie hat eine passive Fähigkeit dabei, die sie vor AI schützt im wesentlichen Sinne. Das heißt, der Robohund oder auch Boris Geschütz schlägt da nicht mehr an. Dasselbe sollte eigentlich auch für die Systematik der Proxy-Sensoren oder auch der ins Spiel gekommenen Claymore-Minen gelten. Zudem hat sie noch ein X6 Infiltration Device mit am Start, das so eine Art Zone um sie bildet, in der dann zum Beispiel schon automatisch zielgesteuert erfassende Raketen ihr Ziel verfehlen könnten. Das wäre natürlich schon ziemlich stark, muss man sagen. Jetzt insbesondere, wenn man die imagine, man kann die im Hind zum Beispiel mitfliegen und dann ist der Hind absolut unzerstörbar. Oder auch, ja, denken wir mal an Panzer oder sonstige Dinge. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, aber da sehe ich doch die Meta im Hind schon wieder im Gunship. Also schauen wir mal, wie sich das spielen wird. Zudem bekommen wir auch wieder alte, neue Waffen in Form von Portal- oder Vault-Waffen ins Spiel. Ein LMG, nämlich das Typ 88 LMG, ein Scharfschützengewehr, nämlich die SVD und die AC9 SMG. Mit der neuen Stealth-Spezialistin, so wollen wir sie jetzt einfach mal gemeinsam nennen, wenn sie für nichts AI-mäßiges mehr sichtbar ist, und den drei neuen Waffen hat man auf jeden Fall wieder ein bisschen Zusatzcontent mit im Spiel und dann so overall muss man schon sagen, okay, sind dann schon auch einige Waffen im Spiel in Kombination eben mit den Map-Reworks. Also, ich denke, das geht alles in jedem Fall in die richtige Richtung. Abschließend für heute möchte ich mich jetzt noch einmal mit euch zusammen, ja, dem Hotfix 3.2.1 zuwenden. Da geht es im Wesentlichen um balance-technische Änderungen. Ich habe mir mal die wichtigsten Punkte für euch bzw. für uns rausgegriffen. Und zwar, ihr erinnert euch, mit dem Patch 3.2 sind ja die Trommelmagazine hart genervt worden. Das heißt, ihr habt jetzt eine deutlich verlängerte ADS-Time und die wird jetzt wieder zurückgedreht. Also, damit habt ihr wieder gleich einen ADS-Speed und dafür soll dann perspektivisch eher, und da hat DICE mal auf das Feedback aus der Community gehört, zum Beispiel die Reload-Time verlängert werden oder overall habt ihr halt weniger Magazine dann für diese Trommelmagazine dabei. Ist aus meiner Sicht dann auf jeden Fall wesentlich sinnvoller und auch, ja, eine gute Art, wie man sowas balancen kann, weil auf der anderen Seite kleines Magazin muss ja auch einen Vorteil haben, Reload, Zeit oder wie auch immer. Also das kann man definitiv so machen und sollte dann auch sinnhaft funktionieren. Einige Anpassungen gab es noch an den Spezialisten, so kann zum Beispiel Dose sein Schild nicht mehr in Bauchlage oder auch nicht im Fallschirm benutzen. An der Stelle muss ich mal ganz ehrlich sein, also habe ich jetzt für mich noch nie gesehen, geht das überhaupt? Also Dozer-Schild in Bauchlage und im Fall, egal. Also geht in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr. Crawfords Geschütz bekommt 60% mehr Leben, ging wohl zu schnell kaputt und Angels Loadout-Box kann jetzt nicht mehr alle Gadgets liefern. Also da gab es scheinbar einen Bug, dass, wenn ihr an die Loadout-Kiste gegangen seid, ihr klassenunabhängig noch alles mit einpacken konnt und dann zum Beispiel McKay mit einem Supporter-Loadout durch die Gegend laufen konntet. Gameplay und Flow-Verbesserung gibt es zudem und die Javelin in Verbindung mit dem Tracer-Dart wurde angepasst. Das heißt, ihr habt jetzt erstmal beim Tracer, also bei dieser Markierungspistole, eine Art Bullet-Drop drauf bekommen und die Javelin kann darauf nur noch anvisieren, wenn sich dieser Dart auch noch in Sichtweite befindet und nicht wie davor halt auch hinter jedem Hügel und so weiter. Also auch ein kleiner Nerf, macht aber aus meiner Sicht mit Sicherheit auch durchaus Sinn. So, meine Freunde, und damit seid ihr jetzt wieder auf dem aktuellsten und neuesten Stand. Teilt das Video sehr, sehr gerne mit euren Mates und wir sehen uns ganz, ganz sicher zum nächsten. Bis dahin, macht euch ein schönes Wochenende, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.